Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Phantasia. Ja, ich habe den ersten Part jetzt, weil ich ein bisschen paranoid bin. Ich drücke immer falsche Taste. Überprüft. Ich bin dumm. Ich habe den ersten Part überprüft, um zu schauen, ob das auch alles passt. Und ja, es passt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das so bleibt. Guck mal, ein Wildschwein. Ein Wildsau. Wo ist der her? Mein PC im Hintergrund schon wieder. Oh, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. La 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 la. Oh. Oh. Honigbären! Weg da. Ah, das mit der automatischen Anvisierung ist ja bescheuert. Moment. Ich muss die mal ausmachen. So. Manchester, kannst du nicht anständig schießen? Ja, da. Mein PC verreckt schon wieder im Hintergrund. So. Bleibt das? Ja. Gut. Lalala, wir gehen so schön durch den Wald. Sehen Kisten, Lebensflasche. Was macht das denn mit Wiederbeleben, oder? Das Wasser des Lebens erweckt die Todgeglaubten. Gut. Das werde ich brauchen. Bienen. Ja. Booms, Biene gekillt. Noch eine Biene gekillt. Easy. Und ich krieg Gold ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob ich es im ersten Part gesagt habe, aber wenn ich leveln muss irgendwann, weil ich irgendwo verrecke, dann mache ich das offscreen. Ansonsten werde ich hier nichts rausschneiden. Bam! Ja, du Honigbär! Ich kann irgendwie nicht. bestimmen, aua. Ob ich jetzt so einen Angriff mache oder normalen Schlag. Greif doch an! So, so mit dem Schwertbeine reingehauen. Level up! Level up! Camembert! Camembert ist ein Käse, das weiß ich, aber was macht Käse? Ein leckerer Camembert. Okay. Ja, Käse eben. Da ist er schon wieder. Auf die Wildsau! Auf den Frischling eigentlich, weil die Jungen der Wildschweine heißen Frischlinge. Ich habe mich von einer Biene stechen lassen. Was für ein Held ich doch bin. Ja, na, so ein Bienenstich tut ja auch weh, also. Aber ich trage eine Rüstung, oder? Ne, ich trage keine Rüstung. Ach komm. Noch mehr Honigbären. Aber ich kann auch zustechen. Ja, friss. Okay. Ja. 19. Ich glaube, der Stich ist schwächer, oder? Lass ihn mal nachgucken. Moment. Ich guck mal eben. Status, glaube ich. Ja, da unten. Attacke, Hieb. Attacke ist, glaube ich, der Stich und Hieb ist der Schlag. Okay. PC. Scheiße. Wo ist das hin? Was für eine Übersetzung, aber ist schon irgendwie lustig. Ich schau mich mal um. Lass mich alleine bei so einem toten Baum. Ich kann schwer nicht, es wäre hier entlang gegangen. Boah, mein PC nervt mich gerade so sehr. Warum auch immer er so laut ist auf einmal. Aber ihr hört den Part, glaube ich, nicht so sehr. Bitte, Wolf, schütze diesen Baum. Ist doch tot. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder doch. So ein toter Baum wurde wiederbelebt und 3 Sekunden später durch meine Anwesenheit ist er wieder gestorben. Ja, ich habe genauso wenig Plan. Nichts. Hast du was gefunden?
Wolf, was ist los? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Nee, alles okay. Lass uns weitersuchen. Da ist es. Ja, da ist es. Schnapp es dir. Ja, und es rennt vor allem zu es, die Wildsau. Was zum? Kommt mir entgegen. Komm her, du Sau. Oh, Asterix und Obelix sind gegen Wildschweine. Frag mich, ob Asterix und Obelix auch Frischlinge essen. Also junge Wildschweine. Ja, so bin ich wesentlich schneller, als wie im Zustechen. Der Frischling! Oh, im Schwert in die Nase gestochen. Und Gold am Ende. Wow, so ein großes Tier haben wir noch nie erledigt. Erledigt. Eine ganze Menge zu essen, lass uns nach Hause gehen. Da bimmelt's. Das ist die Alarmglocke des Dorfes. Muss was passiert sein. Geh schon. Ja, zurück. Oh, wie wir jetzt rennen. Wie geil. Njum, njum, njum. Komm. Bienen. Ein paar Bienen halten mich davon ab, irgendwas im Dorf zu erkunden. Wir wissen, was da jetzt los ist. Rennen! Wo war der Ausgang vom Wald? Nein. Lorendo. Ach komm. Zieh. Dumme Eule. Ich will die erste da, ja. Federvieh. Spatzenhirn, du. Sag mal. Ja, danke, Chester. Ich krieg hier nichts zustande. Chester muss alles erledigen. Ja, ja, ich komme ja. Hör auf zu bimmeln. Oh nein, was ist passiert? Mein Gott, Amy, ich muss sie finden. Sieht mir alles ein bisschen zerstört aus. Da drin in den Häusern brennt das Feuer. Er kennt ein unschuldiges Kind derart abschlachten. Wer wohl? Die Feinde. Haus kann ich nicht rein. Ja gut, es ist glaube ich nicht so klug, in ein brennendes Haus zu gehen. Mit deiner Seele in Frieden rum. Der Tote. Der ist automatisch hingegangen. Papa. Mama. Ist gestolpert? Mama, wach auf. Du darfst nicht sterben. Wolf, renn weg. Geh zu deinem Onkel nach Euklid. Das liegt nördlich von hier. Sieh, dein Amulett ist. Sieh, er hat das getan. Mama, mach die Augen auf, bitte! Verlass mich nicht! Nein! Und ich kann jetzt nicht schauen, es ist zu spät dafür. Chester, es tut mir leid. Es ist zu gefährlich. Lass uns zu meinem Onkel gehen. Ich kann die Leute nicht einfach so allein lassen. Amy war mein einziges Stück Familie, Wolf. Warte, ich bleibe. Wenn du gehst, dann allein. Ich muss sie wenigstens ordentlich begraben. Auch wenn ich es selbst tun muss. Das ist das Mindeste, was sie verdient. Was ist, wenn die Leute, die das getan haben, zurückkehren? Ich will dich nicht auch noch verlieren. Es tut mir leid, Wolf. Aber ich kann nicht. Chester. Geh schon mal vor. Ich komme dann nach, wenn ich hier fertig bin. Für uns beide ist das hier zu gefährlich. Versprich mir, dass ich dich wiedersehen werde. Ich verspreche es. Eines Tages werden wir wieder Seite an Seite kämpfen. Und wir werden den finden, der das hier getan hat. Okay, mach's gut, Chester. Ich hab grad Gänsehaut. Musik.
sie ein Amulett ist. Mein Amulett, weiß das, was mir meine Eltern versuchten zu sagen? Vater gab es mir. Ich muss hier weg, nur dann kann Chester in Sicherheit sein. Dann mal weg hier. Ich hab gerade so eine Gänsehaut. Boah. Ist direkt kalt. Okay, hier kann ich rein. Oh nee. Die zu Schwertkämpfern hätten ausgebildet werden sollen, die hatten keine Chance. Wer weiß, gegen wie viel Mann sie kämpfen mussten. Schwert gehört hier nicht hin. Und es ist weder meins noch das von Papa. Gehört es dem, der Todesangriff? Okay, irgendwie ist nach dem Punkt kein Abstand. Die Klinge des Ritters genommen. Hä? Das Schwert der Schwarze liegt der Euklids. Okay, warum rüstest du dich mit dem Schwert des Feindes aus? Willst du damit Rache üben oder so? Das ist die Magd. Mama hat uns schon verkuppelt, wir sollten heiraten. Das kleine Mädel wollte mich auch heiraten. Jetzt ist wirklich niemand mehr da. Chester ist der Letzte, der noch übrig ist. Und ich. Warum versenke ich das nicht einfach im Meer, dieses Amulett? Es tut allen gut. Ich wollte eigentlich die... Ja, die Biene will ich eigentlich. Kann ich nicht irgendwie auch... Ja! Das ist schon ein komisches Kampfsystem hier. Ich glaube, ich muss das noch verstehen lernen. Okay, die Taste ist Anvisierung. Gut. Bam, ein Schwert geköpft. Was werde ich mit diesen schwarzen Rittern machen, wenn ich denen begegne? Ich kann diese Statue zwar nicht tragen, aber vielleicht lässt sie sich verschieben. Kannst Gegenstände in der Nähe... Toll, dass ihr mir das jetzt sagt. Lalala. Weg damit. Hier steht sie gut. Klingt so, als ob sie eine Wache wäre. Schild ist so alt, dass die Buchstaben unleserlich geworden sind. Ich bin ein Händler. Würdet ihr euch meine Waren ansehen? Ihr? Bonbon 30% der HP. Orangenbonbon 30% TP. Heilflasche 100 Gramm schwer. Flammflasche. Mit Angriffskraft um 30. Okay. Ja, so. Schön mit euch Geschäfte zu machen. Wieso euch? Ich bin doch alleine. Oh. Eulen. Da, wie mache ich das? Scheiß Eule. Hau sie. Dumme Eule. Hallo. Lass mich von einer Eule besiegen. Ich glaube, ich sollte hier nicht weitergehen. Ich sollte einfach zu meinem Onkel oder so. Und wenn ich hier dann... Danke. Warum hast du die Statue zurückgeschoben? Wolltest du mich einsperren oder was? Jetzt bin ich... So, ich glaube, ich muss hier weiter. Honigbären. Ja, komm her. Bam, mit einem Schlag. Danke. Und Geld.
Trainieren werde ich sowieso offscreen, wenn irgendwann dann. Wenn ich es irgendwann muss. Ah. Das ist eine kaputte Brücke und da geht's weiter. Richtung Stadt. Onkel Olsens Haus ist am nordwestlichen Ende der Stadt. Olsen? Ist das vielleicht auch der Onkel von den Olsen Twins? Mary Kate und Ashley? Wer weiß, das heißt, ich bin mit den Olsen Twins verwandt. Hey, lass mal den Clown angucken gehen. Was für ein Clown? Ich muss auf die gefährliche UV-Strahlung achten, wenn ich rausgehe. Aha. Aber ohne Sonne würdest du sterben. Das ist Fakt. Ohne Sonne kann man nicht überleben. Was gibt's denn hier so alles? Ja, alte Frau. Wenn ihr was kaufen wollt, müsst ihr immer einer Theke entsprechen. Wie kann ich euch helfen? Ja, du hast Zeug, das ich alles schon besitze. Eigentlich nicht, aber das ist nichts Neues für mich. Ja, scheiß Hose. Jetzt will ich mich anders hinsetzen und hänge an meiner Hose fest. Oh, ich kann aufs Dach spazieren, auf die Dachterrasse. Und da oben habe ich eine Axt gesehen, das ist ein Rüstungsladen. Entschuldigung, wie komme ich nach Totus? Ich möchte Miguel sehen. Miguel, der berühmte Lehrer aus Totus, trainiert viele von euch Kids Soldaten. Ja, jetzt nicht mehr. Waffengeschäft, du da. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Waffenrock. Ich habe gar kein Geld. Kleine, verwobene, Metall eingemachtes Hemd aus. Lederhut. Warum ist der Lederhut so teuer? Was? Turbostiefel. Die hätte ich gern. Kann ich hier irgendwie verkaufen? Offensichtlich nicht. Da pennt wer. Entschuldigung. Ich sagte Entschuldigung. Ups, ich war mit den Gedanken woanders. Langschwert. Das senkt meinen Angriff. Ein 1A-Schwert. Ein Schwert, das besonders gut zustechen. Das besonders gut zustechen kann. Man selbst wenn, ich habe kein Geld. Muss ich jetzt schon Geld zusammenkratzen? Na super. Entschuldigung, wie komme ich zu dem Typen, der gerade verreckt ist? Kannst du ja sein Grab besuchen. Oh. Da geht's nach oben, okay. Viele Häuser hier. Eine Kitty Cat. Hey, ihr! Ja, ihr da, ja. Danke. Warum bist du so unfreundlich? Ich hab dir nichts getan und du... Ihr da! Hey Kleiner, du bist nicht von hier, oder? Wo kommst du her? Ich bin größer als du. Warum sind die Leute hier so frech? Schloss Euclid. Hallo, ich will da rein. Kann ich natürlich nicht. Es ist ein schwer bewachtes Schloss, wo nicht mal ein Floh reinkommt. Na geil, bin ich schon wieder hier. Aber diese Turbo-Schuhe hätte ich gern. Damit kann ich rennen. Komm mal im Itemladen, wir haben eine große Auswahl hier. Schwert, Klinge, Stock. Ein Schild, Brot. Ich könnte mir Brot kaufen. Ein paar Eisenstiefel, halbieren deine Geschwindigkeit. 1010. Das ist echt lustig. Ich hätte Totus angegriffen. Ich frage mich, wie lange Euclid noch sicher ist. Schau dir den Clown mal an. Hey, du, sieh dir mal meine tolle Show an. Anschauen kann ja auch nicht schaden. Ist dir bequem? Oh, ist der gut. Ob ich das wohl auch lernen kann? Also, ich kann's nicht. Das ist leicht. Ich kann auch schockieren. Ich wünschte, ich könnte das auch. Boah, hat der Typ große Eier. Ich hoffe, er redet von dem Jongleur dort.
Vor einer Weile kamen Soldaten zu uns nach Hause. Was sie wohl gemacht haben? Hoffentlich haben sie ihn nicht gekillt. Für dieser Frieden wert für immer. Gilt's Hotel ist der beste der Welt. Gutes Essen, ein super Service mache es zu einer populären Bleibe für Touristen. Ja dann. Hallo! Hey, aus dem Weg, ich muss hier sauber machen. Hier zu arbeiten bringt mir gutes Geld ein, deswegen will ich auch nicht meinen Job verlieren. Okay. Chefdame. Hallo! Ich bin der Life Force Boss der fliegenden Life Force Brüder Karamo. Was? Ich bin der Boss der fliegenden Karamoso. Karamosov Brüder. Die fliegenden Garibaldis. Oder wie die nochmal heißen von X-Factor ist unfassbar. Das ist ja eine Folge der Schwarze Riese. Da hießen die, glaube ich, fliegenden Garibaldis. Eine schöne große Stadt ist das hier nicht. Außerdem werden wir hier gut bezahlt. Alle nur aufs Geld aus. Der schläft ja mit offenen Augen. Das kann ich nicht. Hast du wirklich? Zu arbeiten bringt mir. Hau du mal ab, ich will hier raus. Danke. Nix. Willkommen in Hotel Euclid. Wir feiern gerade 100-jähriges Jubiläum. Nee, danke. Bitte bären Sie uns bald wieder, wenn Sie Geld ausgeben wollen. Ja, ich werde dran denken. Wenn ich Geld ausgeben will, komme ich zu euch. Hier war ich. Ja, draußen. Jetzt gehe ich mal hier rein. Jetzt bin ich bestimmt irgendwo gelandet. Achso, jetzt bin ich hier. Der Himmel im Süden war mit dunklen Wolken verhangen. Das hat es bestimmt stark geregnet. Hund! Geil. Was nicht so geil ist, dass mein PC im Hintergrund sich gerade selbst abwirkt. Warum auch immer. War ich hier schon drin? Nee, weil ich mich nicht bewegen kann. Seid willkommen! Wo guckst du denn hin? Hinter ihm. Hä? Achso, du hast das geklaut. Warum können die anderen Händler ihre verdammten Haustiere nicht aus meinem Laden raushalten? Okay, hallo. Rot, Camembert und Lendensteak. Ganze Zeit hier essen, ich krieg gleich Hunger. Was soll ich hier da bloß kochen? Hört auf von Essen zu reden, das gibt's nicht. Ich höre, da ist ein Mann in schwarzer Rüstung Euclid mit einem Soldaten. Der war da in Euclid und ist da weggegangen. Was die wohl wovor hatten? Vielleicht meine Stadt abbrennen. Du alles kaufen, was du willst. Du brauchst nur das Geld dafür. Vor ein paar hundert Jahren war hier nichts außer Gras und Bäume. Und ein Gehner. Und nun guck dich mal um. Ich brauch Geld. Sollte ich draußen ein paar Tiere vernichten? Ja, werde ich mal machen. Ich will diese Tobeschuhe haben. Lalalalala. Mich hier oben ein bisschen hingucken. Ja, was war das? Da ist noch eine Stadt, okay. Ah, Gegner. Ohne Bären und Eulen. Nee, eine Eule und zwei. Ohne Bären. Mein Messer. Messerraum. Mein Schwert ist einfach so dünn und kurz und unbrauchbar. Und wie im Kampf gegen das Böse. Naja, ich will ja auch nicht gegen das Böse kämpfen, ich will einfach nur ein paar Tiere schlachten. Moment, das heißt ja dann, ich bin böse. Und wenn ich Tiere schlachte, bin ich das Böse. Honigbär! Komm her! Honigbär! Boah, was für ein Witz ich doch bin. Ja, was für ein Witz ich bin vor allem. Ah. Eule! Eule! Eule tot. Und Camembert. Was macht Camembert überhaupt? Oder generell essen? Ethisch, Rüstung, Schilde. Wer ist es zuerst? Keine Ahnung, was das macht.
renne nochmal rund um die Stadt, vielleicht finde ich noch einen Gegner. Ah, ich habe Lebenskraft bekommen. Ah, das macht es also. Gerade eben hatte ich, glaube ich, 281. Habe ich noch eine andere Angriffstaste? Ja, so kann ich mich umdrehen. Das ist der einzige Angriff, den ich habe. Okay. Schon irgendwie komisch. Ein paar Tiere töte ich noch und danach ist. Naja, nicht Feierabend, aber danach gehe ich wieder zurück in die Stadt. Ums. Bäm, ich mache euch Eulen platt. Dann hackt sie ihre Krallen in mein Gesicht und grabt mich um. Ja, sie kann nichts tun, die Eule. Level up, Doppelkick gelernt. Okay. Techniken. So, ich habe so eine Technik. Wie setze ich die denn ein? Moment. Ah, so. Wie setze ich die andere Technik ein? Ach so, wenn ich näher bin. Irgendwie ist die nicht so der Hammer. Was sagt er überhaupt? Dein Lenken. Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe die ganze Zeit Mana verbraucht. Oder weiß ich nicht, was das ist. So, kann ich mir jetzt diese Schuhe kaufen? Und ich sollte erstmal raus safen. Mein PC verreckt im Hintergrund, was zum Geier? Warum ist das so? Weil mein PC Schrott ist. Was sind denn diese Schuhe? Sind keine da. Wo waren sie? Ne, da war das Inn. Hier bin ich auch fast. Hä, wo waren das nochmal? Da? Oh, die ist sauer. Huschbabys, kann man trainieren. Sie können sogar kleine Tricks lernen. Ich wollte es anleihen, aber das ging nicht. Das Buschbaby haut der immer ab. Vielleicht muss man es anders machen. Kann ich auch helfen. So, das war die Frau, die sich beschwert hat, weil das Buschbaby irgendwie Rambazamba gemacht hat. Ich verstehe. Nee. Da. Hallo! Ich bin der Life Force. Ah, ich vergesse es jedes Mal. So, kann ich mich irgendwie ankleiden? Und was ist jetzt? Ah, ich kann rennen. Ja, das gefällt mir auch wesentlich besser. Gut, dann werde ich aber hier draußen safen und Schluss machen. Das war Tales of Phantasia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.